Moin Jungs, Adi's back und willkommen zur 1411. Folge meines Minecraft Nostalgie Let's Plays. Ich muss, glaube ich, nicht mehr sagen, was wir gerade machen, wo wir gerade sind, weshalb wir gerade hier sind. Das dürftet ihr mittlerweile, dürfte das auch der letzte von euch verstanden haben oder wissen, aufgeschnappt haben, wie auch immer. Aber nichtsdestoweniger trotz will ich heute die Hände in die Hand nehmen, nachdem wir hier einmal kurz dieses Dorf abgecheckt haben und schleunigst nach Hause. Weil langsam ist der Bogen ein bisschen überspannt. Ich hab's dann auch selber langsam, ist so der Punkt gekommen, wo diese Expedition zu lang wird. Ne? So, wir werden das Beste draus machen. Wir haben ja auch noch ein bisschen was vor uns. 20.000 Blöcke. Deswegen, wenn wir schöne Sachen finden, dann freuen wir uns daran. Darüber, wie auch immer. Wir erfreuen uns daran, so rum. Und wir checken das ab. Ob es jetzt genau auf dem Weg liegt oder nicht, ist egal. Dafür sind wir ja schließlich auf Expedition gegangen. Wir sammeln daraus Motivation für die nächste Bauphase oder das nächste bauintensive Projekt und außerdem natürlich auch Inspiration für was auch immer wir in nächster Zeit so machen, weil dafür sind die Expeditionen hier ja immer da. Und dann sind wir, glaube ich, eigentlich auf einem guten Weg. Ich kann euch auf jeden Fall was richtig, 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 richtig Weirdes erzählen, weshalb ich gerade auch so ein bisschen unruhig, schrägstrich, abgelenkt bin. Oder nicht abgelenkt, aber nicht komplett fokussiert bin. Und zwar, ich hoffe, ne, Justus hat ja schon bei Minecraft ein schier unendliches scheinendes Fachwissen. Obwohl das scheinend könnte man wirklich streichen. Ich hoffe auch bei so einem Thema. Und zwar, ich habe hier gerade den PC angemacht. Sehe im Augenwinkel oben rechts irgendetwas und denke mir so, hä? Guck da hin. Und ihr müsst euch vorstellen, also ich habe, wenn ihr mein Roomtour-Video von vor 4 Jahren gesehen habt, dann wisst ihr es. Aber hinter meinem Bildschirm habe ich eine komplette Fensterwand. Hier sind so 3 kleine Fenster. Und darüber sind halt die Rollladenkästen. So, und die sind natürlich dann wieder verkleidet, schräg Teil der Wand. Und an diesem Ding obendran war gerade ein Ding. Also, an dem Rollladenkasten, der komplett weiß ist, war gerade ein schwarzes Ding. Eine Schnur, ein Wurm, eine Schlange. Aber an der Wand, an der vertikalen Wand, war gerade so ein Ding. Das sah aus wie so ein Bandwurm. Aber ich dachte, ein Bandwurm hat man eher im Magen und der läuft nicht durch dein Zimmer. Ich habe noch nie auch nur etwas im entferntesten gesehen, was dem gleich kommt. Außer einen Regenwurm. Aber einen Regenwurm kann ja wohl nicht an der Wand entlang kriechen. Und ein Regenwurm hat auch außerdem keine 2 Fühler. Digga, sind die Berge hier krass. Hä, wie cool. Ne? Also das Viech war super dünn. Also ich würde sagen, nicht mal die Hälfte von einem Regenwurm. Hatte dann, wie gesagt, vorne 2, oder ich denke mal vorne 2 Fühler. Ja doch, ist vorne, weil in die Richtung ist er auch gekrochen. Oder geklettert, besser gesagt. Hatte 2 Fühler und war halt wirklich so ein Drittel oder vielleicht sogar so ein Viertel nur so dick wie ein Regenwurm. Aber war an einer senkrechten Wand. Und ich weiß nicht, was es ist. Ich habe noch nicht mal eine Vermutung. Ich habe dann versucht, halt das einzusaugen, weil ich nicht wüsste, wie ich es sonst machen will, außer einen riesen Fleck an der Wand zu haben, wo ich jetzt auch nicht finde, dass das eine Option ist. Und lol. Schon wieder? Das ist 2 von 3 jemals gefundenen Mansions auf derselben Expedition. Das ist crazy. Moin! Das für ein Quadratschädel. Streng genommen ja nicht mal. Was bist du denn für ein Hässlon? Ja, auf jeden Fall gucke ich jetzt die ganze Zeit da hoch, weil der ist dann, als ich den einsaugen wollte, was nicht geklappt hat,
Das ist so. Nee. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Der Spawn wächst es. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Wie heißt der Typ nochmal? Ist das ein Evoker? Kann sein. Ja, auf jeden Fall wollte ich den einsaugen. Und der hat sich so festgehalten an dieser Wand. An der guten Rauffasertapete. Dass ich den mit dem scheiß Dyson nicht erwischt habe. Und dann, weil er sich natürlich dann erschreckt hat, ist er auch noch in den Rollladenkasten geflohen. Und da ist eigentlich gar kein Spalt so wirklich, wo der rein könnte. Aber der ist so dünn, dass er da trotzdem reingekommen ist. Ihr könnt euch also vorstellen, wie verwirrt ich gerade bin. Denke ich mal. Und wie sehr ich keinen Bock habe, dass dieses Viech da wieder rauskommt, aber andererseits schon, weil ich dann wenigstens weiß, dass es da rauskommt. Also ich will, wenn es da rauskommt, will ich sehen. Weil sonst weiß ich ja nicht, ob der noch da drin ist. Ist der irgendwo anders? Wenn ja, wo? Und was ist es? Ist es giftig? Ist es ein Alien? Ich habe keine Ahnung. Und jetzt checke ich natürlich die ganze Zeit hier den Rest meines Zimmers ab. In der Hoffnung, dass der allein arbeitet. Aber bis jetzt sieht's gut aus. Ja, also wenn ihr da irgendeine Idee hättet, also ich sag mal, so ein, ja, so 2, 3 Millimeter breit und vielleicht so 5 Zentimeter lang und 2 Fühler und kann an Wänden klettern wie fucking Peter Parker. Ich bin für jeden Hinweis dankbar. Kinderlohn oder eine Belohnung für Hinweise gibt es leider nur in Form eines Shoutouts. Ja. Für mehr, ja, nee. Da müsst ihr eine Gewerkschaft gründen. Da kann ich nicht mit dienen. So, warte mal, ich wollte hier noch. Hier mal ja, kurz gucken. So, ja, genau, das ist dann jetzt gerade passiert. Ansonsten war ich heute in Stuttgart, ne? 12,5 Stunden unterwegs, weil sich komplett Deutschland gedacht hat, komm, fahren wir doch auch alle mal nach Stuttgart. Und, ah, ja, und dann haben sich noch so ein paar Experten gedacht, komm, bauen wir einfach einen richtig krassen Unfall. Und dann haben sich aber leider noch ein paar Experten gedacht, ja komm, wir bauen auch noch einen Unfall. Und dann hat sich noch ein LKW-Fahrer gedacht, oh, der LKW vor mir, den möchte ich mir mal genauer angucken. Und hat seine Fahrerkabine dann ins Heck davon bugsiert. Das war auch sehr toll. Und dann war eigentlich in jede Richtung, die du irgendwie fahren konntest, Schrägstrich in jede Richtung, die ich brauchte, komplett Stau. Das war dann irgendwo bei Heilbronn, glaube ich. War dreispurig. Dann war Baustelle. Dann war ich schon zweispurig, da war Stau. Und dann in dieser Baustelle hat sich halt dieser LKW-Fahrer dazu entschlossen, seine Schicht frühzeitig zu beenden. Sagen wir mal. Wodurch dann einspurig wurde. Also könnt ihr euch vorstellen, wie lange man da stand. Und das war ungelogen. Und ich meine jetzt nur die Rückfahrt. Einer von 7 Staus, in denen ich heute war. Und nur die Rückfahrt. Auf dem Hinweg stand ich da auch. Zweimal. Ich bin gerade am Überlegen, vielleicht sogar noch ein drittes Mal. Also stand ich eventuell heute bis zu 10 Mal im Stau. Das ist ein neues Level. Ich habe für die Hinfahrt schon 1,5 Stunden länger gebraucht und über die Rückfahrt will ich gar nicht erst reden. Das war mein Freitag. Mache ich noch ganz schnell Nostalgie und dann werde ich wahrscheinlich ins Bett fallen. Hoffen, dass der Wurm mich nicht heimsucht heute Nacht. Ja, stell dir mal bitte vor, jetzt lass mal einfach diesen Gedanken spinnen, ist ja Schwachsinn, aber stell dir mal bitte vor, das ist ein Alien. Oder eine neue Lebensart, die noch nie jemand gesehen hat. Und wir hier im Nostalgie-Let's Play haben diese bahnbrechende Entdeckung. Und das ist irgendwie so ein Missing Link zwischen irgendwelchen Viechern und noch irgendwelchen Viechern. Dieses Ding ist der Beweis, dass es Einhörner gibt oder so. Keine Ahnung. Oder halt wirklich einfach ein Alien, Dicker. Stell es dir einfach vor. Wie würde das riechen? So, das ist ein kleines, extrem kleines Throwback zu einem uralten InScope-Video. Wirklich. Jetzt streng genommen ist es wahrscheinlich sogar Eal Kes, der das gesagt hat. Ich weiß es. Ja, doch, genau.
Das war so ein Motivationsvideo. So, stell dir genau vor, wie es ist, wenn du deine Ziele erreichst. Wie würde das riechen? Das hat er irgendwie so komisch gesagt, dass Inscope sich da immer drüber lustig gemacht hat. Also unter anderem darüber. Keine Ahnung. Weiß auch nicht, wieso mir das jetzt eingefallen ist. Egal. Ich gucke wirklich die ganze Zeit hier an die Decke, ne? Das gibt's nicht. Ich meine, das gucke ich eh schon immer wieder, weil ich auch keinen Bock habe auf irgendeine Spinne. Weil sich irgendwann mal, ich meine sogar, das war bei Nostalgie, hat sich während der Aufnahme so einen 10 Zentimeter vor meiner Nase so ein Viech abgeseilt. Wo ich mir gedacht, also jetzt reicht's aber wirklich. Ja. Willkommen bei Aided Heart zu Hause. Ja, naja. Ja, also diese Kisten, die hier drin sind, das ist auch eine absolute Zeitverschwendung. Wir haben immer noch 16.000 Blöcke. Es könnte tatsächlich nochmal knapp werden mit den Raketen. Das ist krank. Au. Oh, das war viel Schaden. Ich meine, wenn wir jetzt nochmal wirklich Raketen brauchen, dann wissen wir natürlich, wie wir es machen. Ist ja dann auch gar nicht mehr so schwer, wenn man weiß, wie man es macht. Aber. Ja. So. Warte mal. Moin! Hab ich den getroffen? So hat er mir Schaden gemacht. Was sagt die Elytra? Oh, Hälfte. Wir kommen auf jeden Fall noch gut voran. Wir haben ja auch ein paar Minuten. Wir werden bestimmt noch auf. Ja, unter 10.000 könnte gerade so klappen. Wir gehen hier vorne auf jeden Fall mal kurz pennen. Weil das einfach angenehmer ist für alle, wenn es Tag ist. Aber ich habe so Nackenschmerzen. Weil diese Autos, die ich heute gefahren bin, ne, vor allem auf dem Rückweg, das war ein Mazda-Kombi. Ey, wer den gebaut hat, der gehört geohrfeigt. Wer hat so einen Körperbau, dass das nicht wehtut? Wer baut Kopfstützen, die nach vorne gerichtet sind? Das kann nur wehtun. Ich verstehe das nicht. Das ist so oft in Autos. Monsters nearby. Oh. Ja. Wirklich Monster nearby. Naja. Guck mal, das ist der Lappen, der muss im Keller pennen. Bei den Würmern, die an der Decke, an den Wänden. Ja, auf jeden Fall Mazda 6 Kombi. Über das Muchding. Hatte auch zu wenig Leistung, kam also gar nicht außer. Oh, ab, Mann. Außer, wie heißt das denn? Kam gar nicht aus dem Kram? Ich hab Deutsch verlernt. Ich war so lange unterwegs. Ich habe so viel Autobahnen gesehen heute. Ich wurde dumm. Ich bin dumm geworden durch Autobahnen. Schräg, schräg durch die anderen Fahrer. So. Das hier sieht ziemlich cool aus. Ja, mal hier hochfliegen. Paar Thumbnail-Variationen, damit wir auch schön die Auswahl haben. Und ich habe übrigens. Kleiner Hack. Ich weiß, heute ist übel durcheinander, aber das passt zu heute. Kleiner Hack. Ich habe bei den ganzen Seed-Videos überall jetzt Minecraft 1.21 stehen. Und nicht, was das halt war. 1.20, 1.19, 1.18 teilweise noch. Und direkt sind zwei davon, oder eins davon jetzt in meinen Top-Videos der letzten 48 Stunden. Instant. Ich habe das gestern oder höchstens vorgestern gemacht und heute ist es schon so. Also es ist jetzt kein übel krasser Push, aber es ist ein Push und die Theorie hat funktioniert. War jetzt keine krasse Theorie. Da hätte man auch so drauf kommen können. Ich will dafür jetzt keinen Orden, sagen wir es so. Beziehungsweise hätte ich dafür, glaube ich, keinen verdient. Aber trotzdem cool. Die sind nicht so cool. Ja, einfach gratis Views dafür, dass du eine Zahl änderst. Das ist cool. Das ist wirklich cool. Aha, ich wollte sagen, es muss doch irgendeinen schnelleren Weg geben, hier durchzukommen. Den gibt's. Nein, das ist dieselbe. Okay. War ein Versuch wert. Kommen wir noch unter 10.000? Nee. Aber ist nicht schlimm. Weil dann steigt die Vorfreude. Ich meine, ist jetzt ein bisschen. Obwohl, nee, wir haben 10.000 diese Folge geschafft. Bisschen mehr sogar. Das heißt, morgen könnten wir es dann endlich nach Hause schaffen.
Vielleicht nicht bei dem aktuellen Thema, was ich hier an den Tag lege, aber sonst. Bam, 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 bam. Lass mich hier einmal runter, vielen Dank. Bam, bam, bam. Bisschen Paper tut immer nicht weh. Und noch mehr Paper tut auch nicht weh. Wunderbar. Dann buddel ich mich hier einmal raus. Und dann fliegen wir weiter. 13.600 Blöcke. Und da ist ein Dorf. Und ich würde sagen, das ist der perfekte Moment, um nochmal nach dem Wurm zu gucken. Ich sehe ihn nicht. Ich hatte auch eigentlich vor, jetzt eventuell noch ein bisschen Star Wars Outlaws zu zocken. Also, leider. Aber das werde ich eventuell... Nein, ich bin gegen meinen Lautsprecher gehauen mit meiner Hand, deswegen hat er jetzt noch eine Rakete gezündet. Aber das werde ich jetzt eventuell einfach lassen. Wie dem auch sei, wenn es euch gefallen hat, sehr gerne Like und Abo da lassen. Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns morgen in der nächsten Folge wieder. Ja, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Das hier ist mein Sommeranfang. Ich merke, es geht langsam voran. Ich hab gute Laune getankt. Ich hab alles in meiner Hand.